Verzauselt und grau schleicht durch die Gasse. Ja, älter sind sie geworden. Seit 20 Jahren stehen sie zusammen auf der Bühne und machen Musik, die Gruppe Anneweich. Mitte der Woche feierten sie Geburtstag. Alles, was in Hohenlohe Rang und Namen hat, gibt sich die Ehre. Der örtliche Adel, der Erbprinz von Hohenlohe-Öhringe mit Frau und Freiherr von Stetten kommen ebenso wie der Genusspapst von Hohenlohe, Bernulf Schlauch. Das Radio macht einen Sonderbeitrag und selbst das Fernsehen ist da. Denn Anneweich ist Hohenloher Musikkultur. Ohne die Hohenlohe ein Stück ärmer wäre. Freunde. Freunde, Heimat. Gehört dazu zum Alltag? So ein bisschen rockig, ein bisschen Country. Anneweich bedeutet für mich Heimat. Anneweich ist in den 20 Jahren zur Stimme Hohenlohes geworden. Wer steckt dahinter? Ich bin der Molle, ich sing. Ich bin der Bautsch, ich schreibe gern Lieder, singe ein bisschen und spiele Gitarre. Also ich bin der Harry und ich spiele den Bass. Hallo, ich bin der Gassi, bin der Keyboarder von Anneweich. Ich bin der Fred und am allerliebsten spiele ich Schlagzeug. Ein schöner Dorf, ein super schöner Dorf. Wir in Scheichen, wunderschöner Oberschlager, ein geiler Dorf. Dass sie die musikalischen Botschafter Hohenlohes werden würden, hätten sich die fünf auch nie träumen lassen. Angefangen haben sie 1979 als Party-Coverband. Seit 1995 treten sie als Anneweich mit eigenen Liedern auf. Der Durchbruch kam vor 16 Jahren mit einem Liebeslied auf ihre Hohenloher Heimat. Die Luft schmeckt nach Erde, nach Wald und nach Hai. Geräusch, so ich will ich und du fisch wie frei. Alle fünf sind Hobbymusiker geblieben, denn sie sind voll berufstätig. Molle, der Sänger, ist der Kopf der Band. Für jedes Konzert fährt er das Equipment zum Veranstaltungsort. Aufbau, Soundcheck, alles machen sie selber, auch in Buchen im Odenwald. Aber wieso geben sie nicht mehr Konzerte außerhalb von Hohenlohe? Das bringt nichts. Weißt du, wir haben so einen kleinen Radius, weil uns versteht man doch außerhalb nicht. Gut, die Master verstehen auch kein Englisch, gell? Also man kennt es vielleicht in Amerika als Suaheli verkaufen. Beim Aufbau geht alles Hand in Hand. Jeder Handgriff tausendmal gemacht. Schwitzt schon wenig kalt. Jahrzehnte zusammen auf Tour, gab es da auch schon mal Krach? Also schon so ab und zu mal, da racht schon. Ja. Wie man es Hohenlohe sagt, das ist ganz klar. Aber das Schwinder eh, da racht es halt ab und zu mal. Und aber wir wissen ja, das Ziel, die Anneweich soll weiter bestehen. Und das ist ganz wichtig. Und deswegen ist es einfach so, dass man sich dann immer wieder in irgendeiner Form wieder trifft, in der Mitte irgendwo, und dann funktioniert es wieder. So gut, dass sie jetzt wieder eine neue CD gemacht haben, die None heißt. None was? Weil mir alles schon mal gefragt wird, wie lange man das eigentlich noch machen will und ob man nicht bald mal aufhören will. Und dann sage ich, noch nicht. Wir sind noch nicht so weit. Wir haben noch nicht alles gesagt. Na dann, nur zu. Der Diesel brummt und scheppert. Ein Schliss, der ganze Kasten kleppert. Alles aus dem Weg, jetzt bist du dran. Der Ende wird er gut. Super, du machst das echt gut.